Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Ja, wir hören hier draußen Vox, Vox, Vox. Und jetzt gehen wir mal raus und schauen los, was da, schauen nach, was da los ist natürlich. Wir sind ja beim letzten Mal durch eine neue Dimension gegangen, also durch den Riss mal wieder und sind jetzt wieder irgendwie woanders angekommen und ich baller den mal ab hier. Ja, die ballern jetzt. Die haben jetzt natürlich Waffen. Die Roten sind also unsere Freunde und die Blauen sind die Feinde. Alles klar. Also die Vox Populi ist jetzt anscheinend mächtiger als davor. Alter, okay, also die ballern mit mir. Die ballern mit mir. Also hier ist voll die Action. Die ballern mit mir, das ist schön. Wo muss ich lang überhaupt? Muss ich denn überhaupt irgendwo hin? Ja, kehre zu Chen Lins Werkstatt zurück. Dann auf nach oben und los geht's. Fucking scheiß Windows fragt mal wieder nach meinem fucking Farbschema. Das geht mir so auf den Sack, das kann man nämlich gar nicht ausmachen hier. Ich drücke zwar immer wieder, ich will die Meldung nicht wieder bekommen, aber ich bekomme sie trotzdem immer wieder. So, ich hoffe, dass ich richtig bin in dieser Skyline. Oder muss ich da vielleicht lang? Ich weiß es nicht. Oh ja, yeah, in your face. Ich denke mal, ich muss da lang. Kann das sein? Ich glaube schon, dass ich da lang muss. Jawohl. Und... ja. Das sind die ganz neuen Waffen, was ich hier habe. Oh, shit, 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 shit. Okay. Elizabeth, geh mir nicht im Weg um. Auch ein ganz cooles, Fadenkreuz. Ich war gerade hier ein bisschen komisch abgelenkt, weil mein Handy irgendwie komisch labert. Ja, irgendein Programm ist da wohl gestartet. Okay, mit der Burst Gun muss man also aufpassen, weil man dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr so genau ist. Ja, das Fadenkreuz geht auseinander. Das heißt, man trifft nicht so gut. Okay, also hier ist also voll die Action jetzt, also. Nice. Guck mal, join the box properly. Alles klar, also... ich finde diese Spielereien ja ganz cool, zwischen den ganzen Dimensionen und so. Okay, da wird wieder geballert. Wer ist hier der Feind? Das ist ein Gegner. Ein Freund, meine ich. Okay. Wir sind Booker DeWitt, der Held der Box. Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Wow. Ich weiß noch, ich führte die Box. Ich, Slate und ich... brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Oh oh. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Sache. Booker, komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Oh, die haben sie ganz schön umgeballert hier. Okay, also er hat irgendwie zwei Erinnerungen an der gleichen Sache. Und deswegen hat er jetzt auch das Nasenbluten gehabt. Und da ist die Vox Populi. Was? Er starb? Ich lebe aber noch. Ich lebe noch, du blöde Bitch. Also bin ich wohl anscheinend in einer anderen Dimension gestorben, wie es aussieht, aber in dieser Dimension bin ich noch am Leben. Oder nicht? Ich weiß es nicht, Leute, ich bin ein bisschen konfus. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Ja, also ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt Schwindler. Ja, so ist das. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich muss nur zu Chenlins Werkstatt mal wieder zurück. Aber so wie es aussieht, haben die ja genügend Waffen. Oh. Alter, schieß nicht auf mich, Mann. Hier gibt es genug andere Ziele. So holen wir das im Waffenautomaten mal daher. Wow. So, den haben wir mal down. Oh Mann, hier geht's wirklich voll ab, Mann. Wow, wow, hey, Alter. Der hat mich fast gekillt, Mann. Elizabeth, such mal ein bisschen nach Leben, wenn es geht. Ja, cool. Okay, wo kann ich lang, wo kann ich lang? Was, er will mir ein Messer irgendwo reinstecken? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Spielereien, wo man irgendwas reinsteckt irgendwo. Wow! Oh, mit der Shotgun, der Arsch.
Ich will auch wieder meine Shotgun, aber ich habe keine gefunden in letzter Zeit. Aber jetzt weiß ich ja, wer eine hat. Und zwar dieses Arschloch, das mich getötet hat. Und da gehe ich jetzt hin. Das will ich jetzt nämlich haben. Ich hoffe, der lebt noch. Damit ich ihm den Rest geben kann. Wo ist er? Der ist nicht mehr da. Was haben wir denn hier? Einen Automaten. Okay, brauche ich aber jetzt nicht. Ah, oh, da schießt einer mit Raketenwerfer. Den holen wir uns. Das macht irgendwie gar keinen Schaden. Na toll. Der hat die Shotgun, der hat die Shotgun. Hurra, der hat die Shotgun, der hat die Shotgun. Wo ist er? Komm her. Jawohl. Und nochmal. Yes. Her damit. Ja, erste Hilfe ist auch nice. Sehr schön. Danke, Lise. Fuck, 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 fuck. Da ist er. Yes, ich habe wieder eine Shotgun, Leute. Meine Lieblingswaffe eigentlich. Ich habe nur die ganze Zeit gewartet, dass ich wieder eine bekomme. So, den holen wir uns jetzt. Hier, Deckung machen, Deckung machen. So, jetzt muss ich da irgendwie nach oben hin. Da muss ich aber erst... Ne, ich muss nicht noch gar nicht nach oben. Ich kann auch von hier aus den Arsch da töten. Wow. Fuck. Okay, okay, komm her. Ich nehme das Maschinengewehr und baller den weg jetzt. Ja, ja, krieg dich schon, Mann. Du hast keine Chance gegen mich. Du hast null Chance gegen mich. Ganze Raketen baller ich ab, Mann. Solange ich Munition habe. Jawohl. Wow, 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 okay, das war knapp. Das war verdammt knapp. So, das sollte jetzt down gehen. Geht down jetzt, geht down jetzt. Ah, ja. ja, ich sterbe nicht. Keine Sorge, Elisabeth. Solange du mich wieder zurückholst, dann sterbe ich auch nicht. Okay, jetzt muss ich aber da wieder hin, weil ich will meine Shotgun haben. Ich will meine fucking Shotgun haben. Lebt er wieder? Nee, der lebt jetzt wieder, oder was? Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Hat nicht viel gebraucht. Na, einen Schuss hat er noch gebraucht. So, Shotgun, her damit. Oh yeah. So, Burstgewehr gegen das Maschinengewehr. Oh, Geld. Dankeschön. Oh, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Nee, das war ein Freund. Okay. Halt mal, oh Mann. So, weiter geht's. Hier könnte man wahrscheinlich ein bisschen Muni kaufen. Oder Leben. Nee, Beherrschungshilfe brauche ich nicht. Hier, Gesundheit. Wie viel brauche ich denn? Ah, 20% reicht. So. Okay, nochmal 20. Alter, nochmal. So. Nein, jetzt habe ich 80 gekauft. Ah, scheiß drauf. Hauptsache voll. Wo muss ich lang? Ah, da drücken, oder was? Yep. Columbia Fright. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich weiß es nicht. Das weiß ich leider nicht. Aber in dieser Welt geht's ab. Das kann ich schon mal sagen. Hier wird voll geballert die ganze Zeit. Nonstop. Das weiß ich schon mal. So, ich habe nur noch die Shotgun. Das heißt, ich muss ein bisschen in den Nahkampf. Aber das ist kein Problem. Das mache ich eh gern. Ist eh effektiver. Aber ich muss trotzdem aufpassen. Okay, irgendwas Fettes schießt da. Ah, das ist ein... Ein Geschütz mal wieder. Und. Ah, habe ich den gekriegt noch? Nein, ich weiß es nicht. Okay, ich versuche mal dieses Geschütz da hinten mit meinen. Mit meinen Kräften auszuschalten hier. Okay, das ist schon down. Alles klar. Gut, ich warte, bis mein Schild noch ein bisschen aufgebaut ist, dass ich ihn nicht umsonst Leben verliere. Das wäre ein bisschen doof. Jawohl, ist weg. Alles klar. Schön gemacht, Leute. Sehr schön gemacht. Kann ich noch ein bisschen Muni einsammeln? Jawohl, aber nicht viel. Nicht wirklich viel. Okay, Chandlins Werkstatt ist hier gleich ums Eck rechts. Das habe ich mir noch... Ja, ein Salvegeschütz. Das habe ich mir nämlich noch gemerkt. Das ist nämlich hier drin. Dann schauen wir uns das mal an, ja. So. Oh, da sind schon... Nein, ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Tja, in dieser Welt sind sie also gestorben. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Hab ich uns in eine Welt gebracht, in der Chandlin noch lebt, oder? Ich sehe erschaffen. Okay, da kommt wahrscheinlich jetzt irgendwas ich Fettes durch, Leute. Ja, ich hab das immer nee, doch als nicht. Eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Okay, wir folgen jetzt einfach den Typen da. Ich will auch. Ben hier.
Oh, fuck. Fuck, fettes Schlachtfeld, Leute. Hier wird nur noch geschlachtet, ey. Heftige Scheiße. So, ich versuche das mal abzuballern hier. Und, ah, nee, viel zu niedrig. Und jetzt aber. Auch viel zu niedrig. Und, gut, der passt. Jawohl, zwei Schüsse und down. Yes. Okay, mittlerweile weiß ich auch, wie man hier schießt. Ah, da geht die Munition. Ah, jawohl, für das Salvengewehr. Wunderbar. Okay, hier wird gefightet, Leute. Hier wird mächtig gefightet. Aber mir gefällt's. Mir gefällt's. Ein bisschen Action ist nicht schlecht. So, einen Raketenturm dann mache ich mir. Den mache ich mir. Der kann nämlich ein bisschen helfen, weil da kommt so ein scheiß Peter her. Und rein damit. Und nochmal. Jawohl, ich treffe ihn, ich treffe ihn, ich treffe ihn, ich treffe ihn. Okay, diesmal zwar nicht, aber der Raketenschützturm, der ballert auch schön drauf. Uah. Nicht auf mich, Mann. Du hast so viele Ziele und du gehst auf mich, oder was? Oh yeah, oh yeah. Du kommst in die Fresse. Aber geht denn der down, Mann? Komm schon, ich gebe dir den Rest. Jawohl. Die Jungs sind aber auch ganz schön nützlich, muss ich sagen. Also die hauen hier auch schon ordentlich rein, also... Aber ich hau noch mehr rein. Und in your face. Okay, nee, scheiße. Was macht denn der da oben, Mann? Alter, komm runter da. Wo ist denn der jetzt hin? Ist er runtergefallen? Ich weiß es nicht. Okay, wo lang? Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Da lang, okay. Nur ein bisschen gelootet. Und dann geht's da jetzt hinein. Ha. Was? Wow! Was war das? Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Wo denn? Wie denn? Was denn? Wow, yeah, yeah, yeah. Okay, 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 ich weiß schon, ich weiß schon. Da lang, okay. Schon gut, schon gut. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich muss, aber ich versuch's mal. Ah, da geht's immer schön weiter nach oben. Alles klar. Sehr schön, jetzt bin ich hier ganz oben. Okay, dann werde ich mal hier drunter jumpen. Ne, muss ich gar nicht. Ah, da hinauf. Und... Bah! Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Okay, hol dir einen runter, Mann. So, wir gehen uns jetzt einen runterholen. Okay. Wow, Alter, 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 lauf. Ja, warte kurz. Warte, jetzt kannst du mir Muni geben. So, dankeschön. Danke. Und weg damit. Dieses Geschütz war nicht brav. Dieses Geschütz war überhaupt nicht brav. Das war ganz, ganz böse. So, hier sind sicher auch noch welche drin. Jawohl. Ah, nicht. Noch wieder ein Patriot, Mann. Diese Patriots gehen mir so auf den Sack. Alter, du könntest ein bisschen näher kommen, damit ich dich leichter wegballern kann. So. Okay, Patriot. Du gegen mich. Eins gegen eins. Komm. Eins gegen eins, du Arsch. Wer wird gewinnen? Ich glaube, du. Ah, okay. Und ich baller dich jetzt voll mit meiner Kraft hier. Legen und das Ding runterholen. Ja, ich weiß, du musst den runterholen. Schon gut. So, und weiter geht's. Okay. Jetzt habe ich auch keine Salze mehr. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Vielleicht kann ich hier hinten noch irgendwas looten. Vielleicht habe ich da irgendwas. Oh, eine Panzerfaust. Oh yeah, bitch. Komm her. Aha, mein Schild geht so schnell down. Ist er weg? Verdammt. Yes, Alter, dankeschön. Wo sie immer die Sachen findet, Mann. Jetzt ist er down. Okay, da oben ist auch noch einer, der rumturnt. Ich glaube, das hat ihn nicht erwischt. Ne, hat das nicht. So, der bekommt jetzt mit der Schrotflinte in die Fresse. Komm her. Komm her, wo ist er? Wo ist er? Komm, 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 komm. Okay, ist weg. Was sind das? Jawohl, das ist der Motor. Ich muss den Antrieb anlegen und das Ding runterholen. Jawohl. Okay, und jetzt runter von dem Ding.
Und... Ja. Oh yeah. Whoops, sorry, das war ja einer von uns. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Okay. Holen wir uns ihre Köpfe! Hahaha. Ich bin im Blutrausch, Leute. What the fuck? What the? Okay. Was ist hier los? Rein da und los geht's! Oh, Gesundheit, dankeschön. Die Firma dankt. Ah, ich bräuchte ein bisschen Muni, da wäre ich noch dankbarer. Ein Karabiner, okay, sehr schön. Karabiner ist immer gut. Dann kann ich hier wenigstens ein bisschen was wegballern. What the fuck? Oh ja, yeah. Down. So, okay, jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich bin auch gleich down. Ich habe gar kein Leben mehr. Ich muss ein bisschen Leben sammeln. Das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich irgendwas finden will. Oh ja, was bist denn du? Also, Freund. Wow, sieht aber cool aus. Schieß denn du hin? Ah, der macht das einfach nur kaputt. Okay. Bist halt so einer. Bist halt so ganz ein cooler, ja? Müsste dahin schlendern. So, auf geht's hier. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in... Behütetes Leben. Ja, her damit. Ich nehme einfach alles, was ich neu bekomme. Ist schon mal gut. Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Wo denn? Ah, da drin. Okay. Wieso sagt sie eigentlich Lockpick? Wieso sagt sie nicht Dietrich auf Deutsch? Verstehe ich nicht. Ah, hier sehen wir jetzt die Fabrik ein bisschen. Mit irgendwelchen komischen Tränken. Blau und Gold. Bucking Bronco. Aha. Okay. Ein Haufen Automaten. Und Generatoren. Alles Mögliche gibt's hier. Alles Mögliche wird hier gemacht in Fink. Das wissen wir ja, dass hier alles Mögliche gemacht wird. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Warum? Ah, Raketenschütztürme oder besser gesagt Maschinengewehrdinger. Aha. Mr. Lin. Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Okay, Parola, hey. Was schon wieder Telefon? Okay. Hallo? Wer ruft an? Was ist los? Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Okay, das soll ich jetzt checken, was sie meint. Sie sah mich nämlich sterben. Ja, ich bin aber nicht am Leben. Ich bin aber nicht tot. Was? Okay, jetzt kämpfen die gegen mich. Okay, alles klar. Okay. Zuerst Freunde, dann Feinde. Ich checke gar nichts mehr. Ich checke gar nichts mehr. Wow. Und noch einer soll irgendwo sein? Nee, doch nicht. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Dankeschön. Ich habe ja auch ganz viel Geld gefunden. Jetzt bin ich reich. I'm rich, bitch. Oh ja, yeah, und Lockpicks habe ich auch. Mann, ich bin reich. So, noch alles aufgesammelt. Was haben wir denn da? Irgendwas Neues. Was ist das? Eine Tentakel. The fuck ist das, Mann? Yeah.
Ah, fette Saugnäpfel. Das davor sah aus wie ein Anus. Press to wash away your enemies. Ah. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Nice. Fette Sache, Mann. Werde ich mir gleich mal anschauen, was das ist. So ein Audiolog, dann spielen wir noch ab. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Aha. Okay, nee, wisst ihr was, Leute? Wir machen hier wieder mal einen kleinen Cut, nachdem ich das hier aufgehoben habe. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser um hier. Alles klar. Tschüss, Leute.